Hallo, heute zeige ich euch, wie die Laserschneidemaschine im Labor der THBW Mannheim funktioniert. Zuerst zeige ich euch die Maschine. Es ist eine Zing 24 von der Firma Epidog. Sie hat einen Laser mit 60 Watt. Der Laser sitzt hier und wird von diesem blauen Spiegel auf die Platte umgelenkt. Jetzt zeige ich euch die Software. Eine gute Freeware für Vektorgrafik ist Inkscape. Als Beispiel werde ich ein THBW-Logo ausschneiden. Der Lasercutter kann gravieren und schneiden. Grafiken wie das Logo werden Pixel für Pixel graviert. Zum Ausschneiden braucht man ein Konto als Vektorgrafik. Dazu zeichne ich einen Rahmen. Damit die Software erkennt, dass sie die Kontur ausschneiden soll, muss ich die Linienbreite auf 0,02 mm setzen. Der Lasercutter braucht die Daten im PDF-Format, also exportiere ich die Inkscape-Grafik als PDF. Dann wähle ich den Druckertreiber der Maschine aus und stelle die notwendigen Parameter ein. Dies sind die Einstellungen für eine schwarze Kunststoffplatte. Für die Gravur des Logos stelle ich eine Geschwindigkeit von 90% ein. S steht für Speed. Die Leistung stelle ich auf 100%. P steht für Power. Für die Kontur stelle ich die Geschwindigkeit auch auf 90%, die Leistung auf 30% und die Frequenz des Lasers auf 5000 Hertz. Dann schicke ich die Daten über das LAN-Kabel zur Maschine. Jetzt hole ich eine Plastikplatte und lege sie in die Maschine ein. Außerdem muss ich den Nullpunkt und die Höhe mit dem Pendel einstellen. Mit offener Klappe ist der Laser noch desaktiviert, so kann ich einen Testlauf machen. Wenn alles okay ist, schließe ich die Klappe und drücke auf Start. Wenn alles fertig ist, kann ich die gravierte Platte herausholen und das ausgeschnittene Logo herausbrechen.